Ja, hallo liebe Camping- und Wohnmobilfreunde, hier ist der Frank von Up & Down Vanlife, die Barbara hinter der Kamera. Und wir sind hier im Caravan Center Bocholt und wir sind hier um ein bisschen zu filmen und die Aufnahmen, die kommen jetzt. Ja, guten Morgen, liebe Wohnmobil- und Caravan-Freunde, sage ich es einfach. Wir sind heute mal nach Bocholt gefahren an dem schönen Sonntag und einfach nur mal so zum Gucken und haben direkt was entdeckt. Da bin ich direkt geflasht. Also so ein, zwei Sachen, die hat er zwar nicht, die bei mir auf der Liste ganz oben stehen, aber total schickes Fahrzeug hier, der Detlefs Puls GT. Das Baujahr 2019 hat ungefähr um die 15.000 Kilometer gelaufen. Aber da kann der Frank am besten mal eben dieses Schild hier abfilmen. Beziehungsweise mache ich auch ein Foto von 2019 und 15.493 und das ist der Preis. Interessant ist die Länge, 7,40 Meter, also gar nicht viel länger als unser JR im Moment mit dem Rollerträger. Ja, so ein paar Fakten wie alte Heizung, aufgelastet auf 4250 Kilogramm und so weiter. Kann ich auch noch später erzählen. Ich würde sagen, wir gehen einmal draußen rum, zeigen den ganz kurz und dann gehen wir sofort rein. Und dann seht ihr auch, ich finde den total genial. Ne? Also wirklich jetzt, der hat wirklich alles. Eigentlich ein bisschen zu viel, weil er hat ein Hubbett. Brauchen wir nicht unbedingt, aber nice to have vielleicht irgendwann mal. Keine Ahnung, Enkelkinder. Ne? Und ja. Wie gesagt, wir zeigen einmal, wir fahren. Und der ist auch, ihr seht es vielleicht jetzt nicht so gut, der ist gerade reingekommen. Also noch gar nicht richtig von außen gesäubert. Der ist wahrscheinlich gestern erst hier in die Halle reingefahren worden. Da ist dieses große Tor. Und ja. Und ich glaube auch nicht, dass er lange hier stehen wird. Kann ich mir jetzt wirklich nicht vorstellen. Von innen wie neu, von außen, klar, ein paar Gebrauchsspuren wie einfach nur der Dreck. Wird natürlich noch gereinigt. Hinten noch ein Fahrradträger dran. Gut, den finde ich jetzt, hätte ich jetzt nicht gemacht persönlich, weil dann wird immer dieses Heck so ein bisschen verunstaltet, meiner Meinung nach. Aber wenn man den natürlich braucht und auch zusätzlich noch diesen Platz braucht, dann ist es halt so. Da liegen schon mal diese zusätzlichen Sitze. Ist also auch für vier Personen gedacht. Und das hier ist eine Kurbel um dieses Queensbett. Der hat nämlich ein Queensbett und ich finde Queensbett total klasse. Hoch und runter zu fahren. Dann hat man also noch mehr Platz oder weniger Platz, je nachdem hier in der Heckgarage. Das ist übrigens auch der erste Detlefs, den wir filmen, oder? Haben wir schon mal einen gemacht? Ich weiß nee, gar nicht genau. Erste Mal, ne? Genau. Ja. War aber auch von mir übrigens. Richtig, genau. Ja, der Frank ist auch dabei, logisch, hinter der Kamera heute. Ja, hier, Tour der Omnistor, große Markise. Einzige ist natürlich, Absorberkühlschrank ist nicht so dahinter. Ja, richtig. Also Absorber, das ist so dieser eine Punkt, der mir nicht so hundertprozentig zusagt. Der zweite, den seht ihr gleich drin, ist ein Schaltwagen. Also, ja. Aber damit kann man leben. Hallo, ja. Da bin ich auch. Also, ja. Was ich jetzt sagen möchte, ist ja. Auf jeden Fall, wir sind gerade hier reingekommen, den gucken wir uns mal an, ist ja nicht weit von uns zu Hause weg. Und der Wagen, wie hier steht, den zeigen wir euch jetzt, ist genau so, wie Barbara und ich den eigentlich haben wollen. Und ich habe schon so, gerade so mit einem Augenzwinker gesagt, hör mal. Ja. Ich sage lieber nichts, ihr könnt euch das schon denken. Also, ja. Das macht schon Ratter bei mir im Kopf. Ja, aber ist klar. Jetzt gehen wir mal rein, oder? Wir gehen rein. Übrigens, alte Heizung hat der. Wow. Kommt rein. Soll ich zuerst gehen? Nach dir. Gut. Ach ja, guck mal hier. Super breite Eingangstür. Hier so ein paar Sachen zu verstauen. Natürlich auch so ein Fenster zum Reinschauen. Wir machen jetzt einfach nur so eine kurze Roomtour, also nicht so ganz genau, weil den kann man natürlich auch noch im Internet sich anschauen. Auf der Homepage verlinken wir gleich. Weg? Ja, stimmt. Den, ja. Muss ich schneiden? Das macht bei mir Ratter. Ja. Du bist eine. Ja, komm rein. Also wir können das Video erst anzeigen, wenn wir es so gekauft haben. Genau. Ja, jetzt kommt mal rein. Wo soll ich hingehen? Setz dich doch einfach mal dahin. Okay. Genau. So, und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber hier
dieses Raumgefühl. Hier. Es ist der Wahnsinn. Es ist echt der Wahnsinn. Wie gesagt, man kann hier den Tisch umklappen. Ist auch wieder genauso wie bei uns auch. Riesig. Und dann hat man 1, 2, 3, 4, 5, 6 können da sitzen auf jeden Fall. Und was ich hier besonders gelungen finde, also ist aber alles Geschmackssache, ist ganz klar, aber mir gefallen unheimlich gut diese Fronten hier. Also so Eiche, so ein bisschen geribbelt auch. Dann dieses Graue und in Verbindung hier mit diesem Kunstleder und den Stoffsitzen finde ich wirklich sehr gelungen, sehr schick. Und auch nicht hier so viel Gardinchen, hat man ja auch nicht mehr. Die reichen vollkommen. Ich mache mal einfach hier so ein Fenster auf, warte mal eben. Muss ich mal gucken. Wie gesagt, wir sind das erste Mal im Detlefs. Ah, super. Guck mal, wie viel Platz da ist. Ja. Ich bleib mal einfach hier stehen. Ich möchte auch die Deko jetzt gar nicht hier irgendwie verunstalten. Aber trotzdem machen wir mal einmal ein bisschen auf. Soft Close. Eimerchen. Ja, wie gesagt, der Wagen, der scheint mir wirklich gerade leergeräumt zu sein von der Fahrt. Hier reingestellt worden, Preisschild rein und mehr noch nicht. Ja, aber bei 15.000 Kilometer, was soll da groß passiert sein, ne? Normalerweise, ja. Wahrscheinlich ja. Fehlkauf, oder? Keine Ahnung, vermute ich mal, ne? Dann hier der große Absorber. Der sieht so aus, als wenn er überhaupt noch nicht benutzt worden ist. Ah doch, na gut, da wurde am Preisschild abgekratzt. Aber gut, was natürlich jetzt hier fehlt, was ich dann auch vermisse, wäre dann der Backofen. Und ich finde natürlich, der hier ist ziemlich klein. Ja, aber das kann man ja auch nur austauschen. Alles. Der passt auf jeden Fall in größer rein, seht ihr schon. Ja, was natürlich wirklich klasse ist. Moment. Ach so, jetzt muss ich anders. Moment. Tschüss. Ich bin jetzt erstmal weg. So. Oben hat er auch noch eine Lücke. Oben hat er eine Lücke, aber ist überhaupt nicht schlimm, weil ich mache mich mal ein bisschen schmaler. Ja. Ja. Viel besser. Also ihr seht schon genial. Frank, komm mal einfach hier hin. Gut, die Dusche ist jetzt, sag ich mal, relativ tief. Da sieht man auch nochmal die alte Heizung. Tief, der Eingang, ja, das heißt jetzt schmal, ne? Also wir passen da locker rein. Ich finde auf jeden Fall, die ist so vom Ganzen her unheimlich groß, also wirklich groß. Und man hat ja auch dieses Badezimmer dann, wenn man beide Türen schließt. Und jetzt gehe ich mal ein Stückchen zurück, dann kann der Frank euch nochmal die Toilette zeigen. Ah, muss erstmal reinkommen, ne? Oh. Ja, ihr seht schon, ich bin da total aufgeregt, aber ja. Das Klöchen. Mach mal eben so ein bisschen hier auf. Push. Hier ist ein Spiegel. Ja, wirklich sehr schön. Waschhalter, genau. Alte Heizung. Toilettenpapierhalter. Da unten noch ein großer Schrank. Also unheimlich viel Staumöglichkeiten. Und hier sieht man auch, der ist also überhaupt noch nicht von innen gereinigt worden. Muss noch alles gemacht werden. So, und ich bin jetzt hier im Schlafzimmer. Und ich finde ja Queensbetten total klasse. Ich kann euch ja sagen, warum. Also erstmal sind die wirklich total breit. Dann schlafe ich auch noch ganz gerne neben meinem Mann. Nein. Und man hat natürlich wirklich eine Kopffreiheit. Die vermissen wir so ein bisschen manchmal, ne, bei dem. Obwohl wir nicht die Größten sind, aber trotzdem vermissen wir die. Und ja, wie gesagt, hier an jeder Seite so ein Kleiderschrank noch. Auch total viel Möglichkeiten, was zu verstauen. Da oben Lampen, da noch was. Also dann hier, wenn mal irgendwie ein anderes Fernsehprogramm läuft. Obwohl wahrscheinlich werden wir da eh einschlafen. Fernseher? Ja, also sehr geschmackvoll, auch hier die Gardinen und so weiter. Und was auch geht, der hat zwar eine Klimaanlage, aber die ist ja nur mit Landstrom zu betreiben. Also, aber hier, die Heki-Größe, da könnte man noch einen Max-Fan einbauen. Würde also auch gehen. Klimaanlage hat er auch. Ja, ja, hat er auch. Ja. Also mir gefällt es hier richtig gut. Und ich finde, der Preis, der ist eigentlich jetzt für den Moment angemessen. Ne? Da kann man echt nichts sagen. Ne? Der ist gut, der Preis. Ja. Ja. Soll ich nochmal eben, geh mal nochmal dahin, dann gucke ich mal, ob ich dieses Hubbett runter bekomme. Manuell.
Genau, da muss man auch den Sitz jetzt umklappen, aber... Ja, da bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema. Ja, machen wir wieder ganz schnell zu, das Thema wollen wir jetzt nicht haben. Die Sitze sind auch bequem. So, was haben wir hier? Fiat? Genau, ja, das ist jetzt der Punkt, Schalter. Das ist ein Schalter, ne? Genau. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ne? Was denn? Ja, weil die lässt dann automatisch irgendwie so knallen, ne? Aber ja. So, und hier haben wir nochmal typische Deadlift-Armaturen, da haben wir. Ja, genau, mit dieser Uhr, ne? Ja. Wäre aber nicht schlecht, ne? Ja. Das ist wahrscheinlich Heizung, ne? Alte Heizung. Ja, ja, klar, ja, ja. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja. Was ist denn hier unten noch drin? Warte mal, ich sage vielleicht noch so ein Schuhfach. Jo, guck mal. Ja. Der riecht auch nicht. Nee. Der riecht weder nach Qualm, nach Rauch oder nach Hund. Also total beides neutral, nicht. Ja, genau, ne? Neutral, ja. Weil das ist immer so eine Sache, wenn man sich einen Gebrauchten anschaut. Vorbesitzer und so, ne? Klar. Ich hoffe, jetzt kommt kein Shitstorm gegen Hunde. Ach Quatsch. Wir sind für Hunde, aber es ist nun mal halt so, wenn man einen Hund hat, der lange im Wohnmobil mitfährt, ist halt ein Eigengeruch dann da, ganz klar. Ja, ne? Ja, ich würde sagen. Das war's, warte. Warte, ich geh mal hier. So, wir beiden Hübschen sind jetzt raus. Macht's erstmal raus, weil hier warten nämlich schon welche. Willkommen, ich glaube auch nicht, dass der lange hier steht. Nee. Tschüss. Tschüss.